festgestoßen. Der Ballsaal ist abgeriegelt und die Security bereit. Viktor, wo ist der Fluchtwagen? Kommt zur vorderen Einfahrt, den Scheinwerfer nach. Ich hol den Wagen. Ja, und damit herzlich willkommen zu Kapitel Nummer 7, Licht aus. So, ich muss mich jetzt nochmal ganz kurz ein bisschen orientieren. So, das ist... Oh, du brauchst mir nicht alles nochmal erklären, das ist der... Frage, wo zur Hölle müssen wir lang? Gut. So, so, so. Und müssen wir jetzt da lang oder was? Jawohl. Waffen wären vielleicht auch nicht schlecht. Un attimo. Ehi, ho visto qualcosa. Fai un giro e controlla. Vado. Cosa hai trovato? Falso allarme. Aspetta. Ho visto qualcosa. Controlla. Già mai. Ricevuto. Ja, die Deppen da, die. C'era qualcuno a sparire. Ja, wahrscheinlich müssen wir erstmal die zwei da besiegen. Okay, ich schau mal da rüber. Da hoch oder was? Gut. Non ce la faranno. Li troveremo e li riempiremo di buchi. Ma sappiamo cosa fare. D'accordo. Ehi, hey, trovato qualcosa? So, habe ich jetzt die Waffen? Nee, habe ich nicht. Okay, bis gleich.
macht er? So, jetzt muss ich gucken, dass ich die Deppen da irgendwie mal. Naja, mehr oder weniger. Also da, wo sie herkommen, muss ich wissen, wie auch hin, scheinbar. Genau gesehen. Ich mache einfach auf cool und spaziere direkt hier raus. Jo, wäre schön, ja. Oh, da die. Sie dürften gar nicht hier sein. Oh, Sie aber auch nicht. Ich sag Ihnen was. Ich sag's keinem, wenn Sie es keinem sagen. Sie haben etwas, das ich will. Und Sie werden es mir geben. Wirklich? Tja, das schmeichelt mir. Aber ich bin leider vergeben. Sehen Sie, wenn Sie mich jetzt entschuldigen. Ja. Ich bin nicht in Stimmung für Spielchen. Geben Sie mir das Kruzifix. Lady, Ihr Glück, dass ich ein Gentleman bin. Sonst würde ich... Was? Okay, gut. Aber wissen Sie... Ich will das nicht tun. Na, dann zeigen Sie mal. So. Sind Sie immer so durch? Ja, scheiße. Komm her. Und jetzt her mit dem Artefakt. Wissen Sie, wie viele Artefakte ich schon gesammelt habe? Sie müssen sich genauer ausdrücken. Dann will ich das mal verdeutlichen. Ich habe noch etwas Jetlag. Wie wär's mit Unentschieden? Haben Sie genug? Oder spielen Sie lieber weiter den Klugscheißer? Wisst Sie, Sie zerstören viele teure Sachen hier drin. Wenn Sie nicht aufpassen, werfen die uns raus. Alter, gut. In meiner Gesäßtasche. Wo ist es? Jo, moin. Okay, ich bin am Wagen. Wo zum Teufel steckt ihr? Ich habe deine Freundin Nadine Ross kennengelernt. Sie ist entzückend. Also hier draußen herrscht totales Chaos. Sie versuchen es einzudämmen. Aber alle drehen durch. Ich will ja nicht drängeln, aber beeilt euch, verdammt. Nathan, wo steckst du? Gute Frage. Und du? Am Balsai. Such nach diesem runden Schild. Es liegt auf dem Weg. Rundes Schild, okay. Die gute Nachricht, ich hab ne Knarre. Bis gleich. So, das ist der Schild schon, was da vorne wahrscheinlich ist.
Speichern. Boah, ich will ja dieses Drecksding da ran. Vielleicht kann ich da mit dem Ding mal ranhüpfen an die Stange. Wahrscheinlich macht die am meisten Sinn gerade. Jetzt. So, das war jetzt der Plan dahinter. Von hier aus komme ich nicht zu dir. Kommst du runter? Ja, ja, glaub schon. Okay, wir treffen uns in der Auffahrt. Geh einfach Richtung Ballsaal. Okay, bis gleich. So. Victor, ich sitze hier fest. Eine Idee? Nur der schnellste Weg führt durch den Ballsaal. Du hast gesagt, er ist abgeriegelt. Ja, aber jetzt muss ich euch jetzt mal haben sie ihn geräumt. Dann auf zum Ballsaal. So, tot. Boah, was für eine Mission, Alter. Soll die Waffe mal mitnehmen hier? Ja. So, wo willst du jetzt von mir hin? So, die Waffen jetzt mal mitnehmen hier. Haben wir's? Ich habe euch fallen lassen.
super. Muss ich denn da unten hin? So, der ist auch tot. Hey. Gute Nacht. Und tschüss. Der Brunnen ist dort. Ich hab... Sally, uns rennt die Zeit weg. Halt durch, Junge. Hey, gutes Timing. Sie umzingeln dich. Bin gleich da. Wenn du kein Leichenwagen fährst, beeil dich besser. Mann, weil der noch nicht in das Auto eingestiegen, sondern erstmal noch rumgetänzelt hat. Thank you.
kaputt ist. Puh, geschafft. Okay. Hoffentlich komme ich dafür nicht in die Hölle. Mist. Was? Ist leer. Ist nichts drin. Was? Oh, du bist so ein Arschloch. Er ist dein Bruder. Okay, das Piratensymbol. Sehr gutes Zeichen. Das sind Averys Insignien. Was ist das? Ah. Odium mecum eris in paradiso. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das hat Jesus zu Dismas am Kreuz gesagt. Genau. Aber was sind das für Zahlen? Wofür haltet ihr die? Eine Art Code. Oder eine Telefonnummer. Kommt schon. Das sind Daten. Hm? Hier. 1659. In dem Jahr wurde Avery geboren. 1699. Lass mich raten. Sein Todesjahr. Den meisten Berichten nach ja, aber wir haben also ein Geburtsdatum, ein Todesdatum und das Paradies. Das heißt, wir suchen nach Averys Grab. In der Kathedrale des heiligen Dismas. Langsam. Dort hat Rafe doch schon ewig lange rumgesucht, oder? Ja, die Kathedrale. Seht ihr die Symbole? Ja. Die findet man auf alten schottischen Grabsteinen. Okay, jetzt seht her. Der Grundriss des Orts ist sehr ungewöhnlich. Hier ist die Kathedrale, aber der Friedhof ist ganz hier drüben. Rafe hat sich die falsche Stelle vorgenommen. Genau. Leute, wir müssen nach Schottland. Okay, okay, halt. Moment mal. Euch ist doch klar, dass Rafe weiß, dass ihr kommt. Ja, darum kümmern wir uns, wenn wir da sind. Dieser Psycho wartet doch nur darauf, dass ihr auftaucht. Und er hat Nadine und ihre gesamte Armee hinter sich. Ja, aber das hier hat er nicht. Der größte Piratenschatz aller Zeiten ist zum Greifen nah. Ich dachte, es ging darum, Sam zu retten. Wollen wir. Aber komm schon, wir wollen doch beides, stimmt's? Wir brauchen den Schatz, damit wir Sam retten können. Ja. Wie findet Elena das alles eigentlich? Ach, je, Junge. Das ist nicht so einfach. Nach allem, was ihr zwei durchgemacht habt. Sie würde es nicht verstehen. Du traust ihr einfach nicht genug zu. Ich kann das Risiko nicht eingehen. Nathan hat recht. Die Dinge liegen jetzt anders. Hm. Rafe ist involviert und ich krieg das allein hin, ehrlich. Mhm. Super. Tja, danke für den Rat, ihr zwei Experten. Entschuldigt mich. Hey. Ich bin's, ja. Was geht dir durch den Kopf, mein Lieber? Hör zu, mir ist klar, dass es nicht leicht war. Die ganzen Jahre. Tut mir leid, was dir zugestoßen ist. Aber das ist nicht seine Schuld. Das habe ich auch nie gesagt. Er hat lange gebraucht, um da rauszukommen. Ich zwinge ihn nicht dazu. Er wollte es. Er ist für dieses Leben geschaffen. Glaubst du das wirklich? Warum bist du hier, Victor? Weil irgendjemand auf ihn aufpassen muss. Nein, wir sehen uns dann in ein paar Wochen. Ja, mach ich. Okay, ich liebe dich auch. Bis dann. Ja, ich habe ihr gesagt, dass der Job ein bisschen länger dauert als erwartet, was ja auch stimmt. Okay? Na komm, was meinst du? Sam braucht immer noch unsere Hilfe. Naja, ich habe gehört, das Wetter soll in Schottland um diese Jahreszeit ganz toll sein. Tja, Rafe will's wirklich wissen, ne? Die konzentrieren sich nur auf die Kathedrale, das ist gut. Denn so sind wir auf dem Friedhof ganz ungestört. Sully. Ja? Hey, pass auf, wir können loslegen. Okay, Kleiner. Waldmanns Heil. Letzte Chance mitzukommen. Ach, naja, wenn du keinen Aufzug für mich hast, passe ich lieber.
Okay, dann bis später. Hey, Nate. Ja. Also, bring mir was Schönes Glänzendes mit, ja? Das habe ich vor. Gut. Dann besuchen wir mal Captain Avery, ja? So, und mit Kapitel Nummer 8 sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.